willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und bevor ich aber mit dem Recap hier anfange und wir ins Event reingehen, muss ich heute noch einen kleinen Klankriegsangriff machen. Ihr wisst, am Wochenende habe ich das immer so richtig schön versemmelt. Aber so soll das wahrscheinlich sein im Livestream. Da wird es mir dann immer heimgezahlt, das, was ich dann verbocke. Aber wir haben den Klankrieg, ja, er war dann hier zumindest bei den Herausforderern doch eher sehr langweilig und einseitig. Ist aber nicht so schlimm. Ich wollte trotzdem mit dem Alex den zweiten Angriff hier machen. Und ich habe mir einfach mal einen Elfer rausgepickt. Ich weiß nicht, wie weit man da manchmal kommt und mit welcher Truppen mit welchen Truppen man so eine Base machen kann. Aber ich mache die immer ganz gerne mit ein paar Babydrachen, mit ein paar Valkyren, ein Golem dabei. Ich mache mir die Mauern einfach auf, sodass ich jetzt keine Mauerbrecher habe, die sowieso irgendwo verrecken oder so, sondern mache das eigentlich immer ganz gern mit so einer Truppe hier. Mal sehen, wir gehen hier einfach mal rein, sonst läuft mir so ein bisschen die Zeit davon. Ich habe jetzt auch wieder mal extremst lange gewartet. Also irgendwann fängt ja der Adler an zu ballern und dem werde ich natürlich so ein bisschen nicht vorbeugen, kann ich dem jetzt nicht. Aber wir machen zumindest schon mal ein paar nette Prozente hier. Auf der Seite natürlich eher weniger, weil da schon eine Luftabwehr ist. Das ist ein bisschen doof an der Stelle. Müssen wir mal gucken, ob wir da nicht doch reinfunneln gleich. Mal sehen. Und dann kann ich hier hinten an dem großen Lager noch ein bisschen was holen. Also das ist jetzt erstmal nur Prozentemacherei hier, beziehungsweise ja, so einen kleinen Funnel schlagen. Mal sehen, ob das hier überhaupt gelingt. Die Luftabwehr ist schon mal ziemlich stark. Das Lager wäre noch ganz hübsch, wenn das weggehen würde. Das geht auch noch weg. Und was können wir hier hinten eigentlich noch anstellen? Ja, das sieht ganz gut aus. Und, oder war... Ah ne, der ist dann da auch in die Luftabwehr reingeflogen, habe ich jetzt eben nicht gesehen. Aber jetzt haben wir schon mal so ein paar Prozente. Und einstellen geht es da irgendwie zu erhaschen, hätte ich mal fast so gesagt. Da erreicht es den. Okay, mal sehen, ob wir das Lager mit dem Magier wenigstens wegkriegen. Oh ne, die X-Bogen stehen alle auf Boden. Okay, da gehen wir hier jetzt trotzdem mal rein. Ich würde sagen, wir machen uns die Bude hier irgendwo auf. Und dann sind wir zumindest schon mal Richtung Rathaus. Ganz, ganz billig hier den Sprung mal reingesetzt, den Golem vorweg und die vier Magier. Ich nehme die Helden mal jetzt mit rein, in der Hoffnung, dass die jetzt nicht irgendwie rausspringen oder so. So, da muss ich jetzt aber schon mal ein wenig Gift reinbringen hier in die ganze Geschichte. Und jetzt muss das hier sicherlich reingehen. Ich weiß jetzt, ich habe es jetzt gerade nicht gesehen, ob da jetzt... was hier jetzt gerade noch vorne am Rathaus war. Aber schade, die Valkyren lassen sich leider da so ein bisschen zu den Helden hin verleiten, glaube ich. Hatte ich so das Gefühl. Wo ist denn meine Queen? Da oben wieder. Och nö. Naja, ist nicht so schlimm. Einstellen haben wir geholt, 51%. Das Rathaus leider nicht. Das war jetzt mal wieder sehr ärgerlich. Ich nehme an, dass die Valkyren hier wieder von irgendwelchen Skeletten abgelenkt wurden, hier ums Rathaus. Und dass die als erstes darauf gegangen sind. Ich weiß nicht, wie viel Leben das Rathaus jetzt noch gehabt hat, habe ich jetzt nicht gesehen. Wir haben jetzt aber, glaube ich, keine Truppe mehr. Oh doch, die Lady lebt noch. Okay, haben wir ganz gut gemacht. Wir gehen jetzt auch sofort ins Event rein. Also hier nochmal keinen Stern geholt, aber den letzten Angriff wenigstens nicht verpasst. Das war mir eigentlich ganz wichtig. Ich hab mit dem Zweisacken schon nicht angegriffen und das hier ist nicht ganz so schlimm. Wir springen mal auf den Schief Barfuß, wollte ich eigentlich heute springen. So, da ist er. Oder da wäre er gewesen, wenn ich ihn nicht schon wieder nicht geladen hätte. Und wir sind hier mitten im Event. Also, ihr habt das auch im Titel gesehen. Das Event heißt ja fröhlicherweise Evaco oder so. Elektrodrachen, Valkyre und Kobolde. Im Englischen heißt es dann Elektro-Dragon, Valkyrie und... Hier heißen sie Goblins und ich denke mal, das Event habe ich am Wochenende ja schon so ein bisschen angespielt. Ich weiß nicht, wie ihr es immer spielt. Macht ihr dann immer einen Kampf, also pro Teil hier oder pro Abschnitt, also ein Teil nur den Elektrodrachen mitnehmen, ein Teil nur die Valkyren mitnehmen. Elektrodrache geht natürlich erst ab Rathaus 9 mit in die Clanburg rein. Ich meine, bei 11 hast du dann und bei 12 kannst du halt auch bauen. 11, 12, 10er, 9er und alle drunter, beziehungsweise eigentlich nur 10er, 9er, können sich den dann ja spenden lassen in die Clanburg. Ich habe jetzt tatsächlich mal, oder ich habe am Wochenende auch, habt ihr im Livestream gesehen, wenn nicht, oben nochmal für euch verlinkt in der Infokarte, falls ihr ihn verpasst habt, habe das ganze Ding ja am Wochenende genauso gebaut. Ich denke mal, ist eine ganz coole Truppe. Suchen wir uns mal einen Gegner und machen mal kurz einen Cut, bis wir einen gefunden haben.
Jo, da ist er. Ich kann jetzt auch nicht mehr alles immer so wirklich wegklicken. Ich muss noch mal gerade was schauen. Jo, das passt eigentlich ganz gut. Und mal sehen, wie wir hier reingehen können. Ich habe den Elektrodrachen mit in der Clanburg. Ich glaube, das ist ganz, ganz nett, um hier hinten den King rauszunehmen. Jetzt, ja, eigentlich sollte ich einen Loon mitnehmen vor dem Drachen, denn wenn der mal in so eine Luftmine fliegt oder so, dann tut ihn das schon weh. Aber auf 3, glaube ich, hier bei so einem Rathaus 9er, na, da geht das noch. Da geht das noch. Dann machen wir hier unseren Queen Walk weiter. Ihr habt das im Livestream wahrscheinlich schon gesehen, wie ich so ein bisschen so mit dieser Armee hier vorgehe. Das ist jetzt nichts Wildes. Ist auch nur ein Truppenvorschlag. Ich versuche hier immer so ein bisschen mit den Kobis zu funneln. Oh, da hat die Queen schon mal erwischt. Da ist aber auch erstmal keine Luftabwehr hier auf der Seite. So, da haben wir jetzt schon mal unseren Funnel hier gemacht. Und der hat natürlich richtig nett mal das Dunkle für uns. Jetzt muss ich erstmal schauen, wie ich denn hier eigentlich weitermachen wollte. Ich glaube, ich habe immer einen Wut genommen hier für die Queen und habe dann die Mauerbrecher hier in Wut in so eine Base hier reingeschickt. Hier können wir nochmal einen Drachen nehmen, dass sie da jetzt vielleicht wirklich reingeht. Oh, jetzt haben wir so einen kleinen Beschuss, beziehungsweise wir kriegen etwas Besuch hier. Dann nehmen wir mal ein, zwei Magier noch mit dahinter und dann sollte das eigentlich ganz gut gehen. Jo, das sieht ganz gut aus. So, dann haben wir hier unseren Funnel. Machen wir mal mit dem King einfach mal so ein bisschen weiter. Und hier kann jetzt gleich gesprungen werden. Wir haben jetzt zwar keinen Mauerbrecher mehr, aber wir haben hier jetzt die Walküren. Und die peilen jetzt schon mal das eine Lager hier an, beziehungsweise peilen jetzt hier die Mitte rein. Okay. Und das ist jetzt sehr ärgerlich, muss ich sagen. Denn die eine Luftabwehr sollte da zumindest irgendwie weggehen. Jetzt habe ich meine... Es ist so klar, ich habe meine Queen wahrscheinlich vergessen, aber die Walküren holen mir hier das Dunkle. Okay, die Walküren holen mir in jedem Fall noch den Rest des Dunklen hier. Und gewonnen haben wir in jedem Fall auch. Jetzt wird ja der Magier geheilt, auch nicht schlecht. Also so kann man das machen. Einfach direkt die ganze Armee nehmen. Hab keine Angst vor Kobolden. Viele haben ja Angst vor Kobolden oder vor Goblins im Englischen und die überhaupt nicht gerne mitnehmen, weil sie nicht so richtig steuern können. Ich glaube, hier in dem Event, da könnt ihr die einfach mitnehmen. Abgesehen, ich habe die einfach verfeuert, dass sie mir so ein bisschen den Funnel machen und ich glaube, dann ist das so ganz gut. 83%, da können wir jetzt auch aufgeben, denn mehr brauchen wir hier nicht. Ich brauche das Dunkle und ich denke mal, mit fast 5000 bin ich hier ganz gut bedient. Ich baue die Truppe auch direkt nach. Wir haben hier nämlich jetzt gerade jemanden, ja, da muss man natürlich auch mal zusehen, dass du einen Drachenspender hast, also einen E-Drachenspender. Bevor ich jetzt aber kurz mal zum Recap des Livestreams komme, vielen lieben Dank für die Mitspieler hier am Wochenende übrigens. Das habe ich noch ganz vergessen hier, denn es waren hier einige Gäste mit dabei, die es ermöglicht haben, dass wir hier einen schönen 30er Clankrieg gesehen haben. Und also der Schmied, der Kili, Martin W. Martin ist aber, glaube ich, noch hier mit einem Account. Und auch die Neuen haben ganz gut angegriffen. Der eine oder andere hier unten hat jetzt nichts mehr holen können. Das ist jetzt nicht ganz so tragisch. Und zwei Socken hat zum Beispiel, mit zwei Socken habe ich gar nichts gemacht. Also war ganz nett. Der Stream war ganz nett und auch mein Geburtstag war ganz nett. Also wir haben alles nur ganz im familiären Kreis gemacht und waren nachmittags wandern. Also wir haben den zweithöchsten Punkt im Wiengebirge erklommen. Und ich kann euch sagen, es gibt nichts Besseres auf einem Geburtstag, als dass du in den Wald gehst, du gehst schön wandern. Ich meine, das Wetter war ja prachtvoll und musst nur hochgehen, weißt du? Du musst nur hochgehen und irgendwann bist du natürlich auch oben angekommen. Ihr habt das auf meinem Instagram-Account tatsächlich mal gesehen. Ich habe den Level 20 Bogenschützenturm erreicht, aber es hat auch derjenige passend geschrieben, dass der noch im Ausbau ist, denn da fehlten oben drauf die Bogenschützen, also ist echt gut aufgepasst und wir machen hier aber weiter, zweite Armee, ich hau mal eben Schub rein und dann cutte ich euch das durch bis zum nächsten Mal, also nicht bis zum nächsten Mal, sondern bis zum nächsten Angriff. Uff, der ist jetzt zwar eine Nummer zu groß für uns, aber wir nehmen den trotzdem. Wir versuchen ihn trotzdem mal mitzunehmen. Also das ist ein Rathaus 10er ohne Inferno-Türme. Und er hat, er hat 3x-Bogen. Also ist jetzt ein Versuch. Wir müssen ja auch dieses Event hier immer gewinnen. Und aber hier unten stehen schon mal zwei Bohrer, die sind pickepacke voll. Also jetzt nur fürs Dunkle. Und hier können wir zumindest schon mal unseren Babydrachen, glaube ich, ansetzen. Auf dem Magerturm, auf dem Bogenschützenturm.
Und jetzt will ich mal, ja, jetzt wollte ich eigentlich, ich wollte eigentlich gerade mal was testen. Warte mal, ah, das ist auch mal doof beim Truppensetzen. Ich wollte mal gerade was checken. Ich wollte mal gerade gucken. Ah ne, der Heiler geht da nicht auf die, der Heiler geht irgendwie nicht auf die, Kobolde drauf. Hatte ich jetzt mal so das Gefühl. Und ah, das nervt mich auch da. Select a different unit. Ja, das würde ich ja gerne machen. Ah, der hat alle drei Bohrer hier. Alter, das ist natürlich nett. Das ist natürlich sehr, sehr krass. Nein, nicht dahin, Queen. Da muss ich jetzt eh mal was dafür tun, dass die Queen da jetzt nicht weitergeht, sondern dass wir Richtung der großen, netten Bohrer gehen. Und da bieten sich natürlich die Kobolde gerade an. Die haben ja jetzt die gesamte Front gerade freigeräumt. Und ah, jetzt gehen die. Ja, okay, die Queen geht, jetzt leider immer noch nach da. Wie können wir das denn jetzt am dümmsten reißen hier? Ich würde sagen, wir nehmen hier mal den großen. Und ich glaube, ich muss jetzt, ja, das passt so. Dann nehmen wir hier mal den dicken, ein paar Magier hinterher. Also ich möchte jetzt wirklich ganz, ganz gerne das Dunkle hier unten haben. Mal sehen, ob wir nicht hier auch sogar in die Mitte kommen mit unseren Walküren. Und jetzt gucken wir mal. Da hinten geht eigentlich noch die Queen. Das ist ja nicht schlecht. Die brauche ich gar nicht heilen oder was auch immer. Ah, die sind jetzt nicht so super durchgegangen. Okay. Die sind jetzt nicht so super durchgegangen. Dann können wir aber hier, glaube ich, auf den Bohrer. Ja, wir wollen ja nach wie vor das dunkle Zeug haben. Und jetzt muss ich aber die Queen mal eben zünden. Einmal hier die Walküren hier reinschicken. Komm, 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 komm. Das ist jetzt alles weg und die springen jetzt, dann gehen die vielleicht noch rein, aber wir haben schon mal 49%. Ah, okay. Der dicke Potter in der Mitte, der ist dann einfach doch ein bisschen zu heavy für uns, glaube ich. Das wird nichts an der Stelle. Den werden wir niemals, glaube ich, bekommen. Und da sind jetzt noch 2150 drin. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Aber gewonnen haben wir in jedem Fall schon mal. Ja, da können wir nichts mehr ranreißen jetzt bei dem Queen Walk. Mal sehen, ich lasse die Queen jetzt einfach mal laufen, mal sehen, ob die Heiler das da noch schaffen, aber ich glaube mal nicht. Das ist jetzt einfach ein bisschen viel Beschuss. Man sagt ja immer, zwei, drei Defenses auf die Queen, dann ist es das aber auch und das ist jetzt leider auch ein Rathaus 10er. Das macht aber nichts, ist nicht so schlimm. Wir brechen hier ab und machen noch, ich glaube, wir machen das Event heute mal zu Ende. Oh, der dunkle Pott. Gleich am Rande. Jetzt habe ich aber auch wirklich lange gesucht. Kann ich euch sagen, mein ganzer Boost, hätte ich fast gesagt, ist jetzt schon fast um. Und wir fangen hier mal mit dem Queen Walk an, direkt an der Clanburg. Ist aber nichts drin. Und jo, das hat jetzt wirklich mal lange gebraucht. Und ich habe jetzt aber eben gesehen, ich hatte gedacht, man muss das Event nur 7-mal spielen. Nein, wir müssen es ja 10-mal spielen. 10-mal, das ist natürlich ganz schön viel. Das werden wir in einer so einer kleinen Folge leider nicht reinbekommen. Und ah, da gibt es schon wieder ein bisschen viel Beschuss hier für die Kleine. Aber die kann ja jetzt gerne mal reingehen. Das wäre zumindest jetzt nicht ganz so schlecht, wenn die jetzt wieder ein kleines Stück zurückwandert. Die wird jetzt wahrscheinlich wieder daher wandern. Ach, naja. Okay. Das macht aber nichts. Oh, meine Magier gehen da jetzt drauf. Okay, super. Oh, hier geht es jetzt doch endlich rein. Sauber. Da geht's. Ach, jetzt habe ich natürlich alle meine Truppen hier verballert. Und will ja eigentlich. Ja, so ein bisschen Dunkles habe ich jetzt schon mal. Dann nehmen wir hier mal den King und verballern einmal hier jetzt die Kobis, die Gobis, die Goblins. Kobolde für dieses eine Lager. Das war ja zwei Lager, hat ja der Rathaus 9er nur. Und oh, da kriegt mein King jetzt ein bisschen harten Beschuss. Dann kommen wir hier mal jetzt mit dem Elektrodrachen rein. Einmal das Lager hier hinten noch wegmachen, dass meine Walküren gleich nicht so blöde rennen. Und ich würde sagen, wir. Wo springen wir denn rein? Ich würde sagen, wir springen hier mal rein. Zwei können erstmal nach da gehen. Das ist ganz gut. Und der Rest kann jetzt hier reingehen. Ach, der hat das jetzt schon weggemacht. Okay. Der hat das jetzt schon weggemacht. Meine Queen ist hier noch am Troublemaken. Okay. Und da ist nichts mehr über, oder? Ah, ne. Meine Walküren im Moment weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob die Walküren irgendwie genervt wurde oder so. Die sind fürchterlich schnell weg. Hatte die Tage ja auch jemand im Stream geschrieben. Sag mal, die Walküren sind erschreckend schnell immer weg. Das stimmt.
Wo haben wir denn jetzt eigentlich noch die 400? Ah, oh, da haben wir die 400 noch drin. Das wird schwierig hier. Das wird schwierig, die noch zu bekommen. Ah, was ist denn da mit den Heilern los? Sind die weggeschoben worden? Nee, eigentlich ja nicht. Ja. Das Rathaus kriege ich jetzt nicht. Oh, wo fliegen die denn hin? Alles klar. Okay, das Rathaus kriege ich jetzt nicht mehr. Naja. Nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. 19 Sekunden noch und die Queen muss jetzt durch die nächste Mauer, nachdem sie jetzt gleich den Altar dort gemacht hat. Oh, habt ihr das gesehen, wie viele Fallen der da gerade hatte? Aber warte mal, du. Die Skelette mache ich dir noch weg. So, auf mit Gebrüll und die kriegen wir alle noch weg, jawohl. Okay, gibt aber leider keine Tat für die Flugskelette hier. Aber ich glaube 3344 oder 47 ist in Ordnung. Passt. So, und oh, ich habe die Battle Machine auf Level 6. Hurra. Oh, ich habe Nachtdorf gespielt. Verdammte Eierachse. Okay. Aber ich mache das Event hier weiter. Ich hoffe, ihr spielt das Event so ähnlich wie ich hier. Und ist halt ganz casual, ist ganz, ganz locker. Und wir haben auf jeden Fall ein bisschen was geholt. Wir brauchen allerdings für die Queen hier 127.000. Das ist ja noch ein bisschen. Also geht noch ein bisschen weiter hier mit dem Schief. Was ich allerdings mit dem Schief immer mache hier. Ich stoße ihm einmal das Rathaus an und dann breche ich es immer ab, damit ich das Gold hier ausgebe und das Neue dann einsammeln kann. So ist das Leben hier. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart. Kommt gut rein. Und wir sehen und hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Toto. Flashed.